Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn man die Abteilung Wirtschaftswissenschaften der Universität des Saarlandes einfach in Business School umbenennen würde. Aber hier geht es darum, eine Fusion durchzuführen zwischen der Fachhochschule und der Universität. Und eine solche Fusion halte ich für, einfach gelinde gesagt, für vollkommenen Humbug, weil nämlich die Fachhochschule und die Universität vollkommen andere Ausbildungsziele haben. Also ich nehme ein Beispiel. Bei uns beispielsweise die Studierenden, die Marketing studieren, müssen nachher im Rahmen ihrer Masterarbeit sich mit einem betriebswirtschaftlichen Problem auseinandersetzen. Sie müssen dann schauen, welche Theorien dazu beitragen, dieses Problem zu lösen. Anschließend müssen sie Hypothesen ableiten und dann schauen, ob sich diese Hypothesen in der Realität auch bewahrheiten. Und mit diesem Handwerkszeug, mit diesem Methoden-Know-how sind dann unsere Studenten gewappnet, vielfältige Probleme, die sie später im Wirtschaftsleben haben, auch tatsächlich zu lösen, beziehungsweise sie werden auch für den wissenschaftlichen Beruf vorbereitet. All das wäre wahrscheinlich an einer solchen Hochschule nicht mehr möglich, wenn sie denn so geplant wäre. Außerdem, ich habe selbst nicht an einer Fachhochschule, sondern an einer Gesamthochschule studiert. Und das, was hier geplant wird, ist eine Art Gesamthochschule. Und aus eigener Erfahrung als Studentin kann ich sagen, dass ein solches Konzept nicht gut geht. Also damals war es die Gesamthochschule Paderborn, an der ich studiert habe. Und da gab es sogenannte A-Professoren und die B-Professoren. Die A-Professoren, das waren die Professoren mit Promotionsrecht und die einen universitären Hintergrund hatten. Die B-Professoren waren die Fachhochschulprofessoren. Diese Fachhochschulprofessoren waren auch nicht glücklich mit der Bezeichnung B-Professor, weil man damit auch 1B-Ware automatisch assoziierte. Das heißt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kollegen von der Fachhochschule, die ja auch gute Arbeit leisten, aber mit einer anderen Zielsetzung von einem solchen Vorschlag wirklich begeistert sind. Nun, es ist klar, dass ein Masterstudiengang einer solchen neu gegründeten Hochschule nicht so viel wert ist wie ein Abschluss an einer ganz normalen Universität. Es ist auch zu fragen, ob diese Absolventen später die Möglichkeit haben, als wissenschaftliche Angestellte an anderen Universitäten eingestellt zu werden. Wir haben im Moment, Gott sei Dank, ja die glückliche Situation, dass unsere Absolventen sehr gut unterkommen, also sehr schnell Jobs finden. Ob das noch der Fall sein wird, dann bei einem B-Master, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, das bleibt einfach abzuwarten. Ja, zum Beispiel wurde die verhaltensorientierte Betriebswirtschaftslehre 1969 hier an der Universität des Saarlandes durch Professor Kröber-Riel begründet. Kröber-Riel ist heute noch ein Name international und wird auf vielen Konferenzen genannt. Also es wäre ein Jammer sozusagen, wenn man auch diese Errungenschaften damit zunichte machen würde. Also das aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch aus Perspektive für die Region. Es ist ja schon vielfach gesagt worden, dass das zu einem enormen Kaufkraftrückgang der Region führen würde. Ich glaube, die ganzen Besitzer von Studentenlokalen werden sich auch nicht freuen, wenn auf einmal 5000 Studenten hier weniger sind. Das ist selbstverständlich. Aber auch für das Miteinander der Menschen untereinander ist es wichtig, dass es in einer Region sehr viele junge und alte Menschen gibt. Und wir wissen ja, dass das Saarland vom demografischen Wandel sehr, sehr stark betroffen ist. Und von daher ist sozusagen, ja, sind die jungen Studenten eine wirklich notwendige Verjüngungsspritze für diese Region.